Jo Leute, willkommen zum neuen Video. Heute baue ich einfach mal so einen kleinen Minecraft-Reisepark, habe ich mir gedacht, mache ich mal so etwas. Weiß nicht, ob ihr das wahrscheinlich cool finden werdet oder nicht. Ihr könnt mir einfach in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt. Hier kommt erstmal so ein kleiner, schöner Eingangsbereich hin. Habe ich mir mal so gedacht, Und dann muss ich hier mal kurz den ganzen Boden schnell komplett machen. Ja, die Idee mal wieder die Minecraft-Reisepark so ein bisschen zu spielen, habe ich übrigens von Tobis Reisepark gewählt. Sein YouTube-Channel mal in der Videobeschreibung. Er baut derzeit auch gerade einen kleinen Minecraft-Reisepark. Sein Reisepark heißt YouTube-Park. Ihr könnt ja auch gerne Namensvorschläge wahrscheinlich. Habe noch keine wirklich Idee. Ich habe aber gerade noch eine Idee zum Bauen beim Eingang. Dafür bräuchte ich Steinstufen. Ja, ich denke mal die. So eine Art kleine Brücke zu machen, denke ich, wäre mal sehr toll. Sein Eingang unterscheidet sich sehr von meinem. Aber ihr könnt ja mal gerne bei ihm vorbeischauen. Habe ich einfach mal angeschaut und gedacht, das kann ich auch. Muss ich auch mal viel etwas so in Minecraft bauen. Und hier sind wir jetzt. Und sieht dann so besser aus. Wenn es aussieht, als könnte man hier hineingehen. Ja. Ja, jetzt muss ich sagen, ich mag wirklich ganz hier. Das sieht gut aus von außen auch. So, hier die kleinen zwei Ticketplatten, damit ich irgendwie einen großen Haupteingang gerne hinbauen kann. Genau wie ich denke, hier oben könnte ich noch diese kleinen Türmchen, wo es immer so dieses helle Holz da hat, noch etwas besser aufschauen. Weiß aber nicht genau gerade wie. Am besten wie mit Fenster. Aber das geht ja gerade irgendwie da in Minecraft schlecht. Ich habe da so eine kleine Idee und zwar, ich denke, wir lassen das besser mal so wie es ist. Ich baue mich ja nur, wie wir wollen, hier ein großes, tolles, schönes Hauptlänger machen. Irgendwann noch irgendwie so ein bisschen überlegen. So Leute, ich habe jetzt mal mit Comment Blocks hier so einen kleinen Brunnen gebaut. Der sogar eine sehr tolle Funktion hat, ihr könnt hier mal sehen, habe ich hier unter der Erde so eine kleine /Set-Block. Dass da ein kleiner, so, hier seht es. Ich finde das sehr cool, so cool zu sehen, dass wir auf dem Boden von Stein machen und hier vorne dann das Haupteingangstor zu machen. Ja, das sieht noch ein Weilchen aus. So, jetzt muss ich mal schauen, was wir überhaupt für Blöcke brauchen für so einen tollen, kleinen, schönen Eingang. Wahrscheinlich irgendwie etwas so mit Steinen, so Mauern und so in der Art zu machen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich wirklich nehmen sollte. Ich weiß nicht, ob es dieser normale Stein hier, der hier so gut ist, sagen wir mal, vielleicht mit ihnen etwas gefährlich nehmen. Das ist aber auch nicht, welche Farbe ich nehmen sollte.
haben hier diesen tollen Eingang. Oben dran hin kommt dann noch irgendwie eine Monorail. Das werde ich dann wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Themenbereich hinbauen, so eine Monorail. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Hier vorne hin soll dann die nächste Attraktion hinkommen, also nächste Monorail. So ein kleines Kettenkarussell und ich würde es einfach mal versuchen. So Leute, ich würde sagen, das war's mal mit der ersten Folge von Minecraft Let's Build Theme Park. Keine Ahnung, wie wir das nennen wollen. Ja, ich bin mal so weit gekommen. Karussell ist natürlich noch nicht zu Ende, wird natürlich noch alles verschönert. Hier fällt mir gerade auf, fehlt ein Block. Ja, könnte ich gleich machen. Hier oben kommt eine schöne Monorail hin, die anderen Themenbereiche und so weiter. Kleine schöne Wege werden noch kommen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr auch mehr davon sehen wollt. Und auch gerne Ideen, was ich so bauen könnte noch. Mir macht das ehrlich gesagt sehr viel Spaß. Sehr cool finde ich diesen Brunnen, den ich gebaut habe. Ja, dann war es mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mich wissen, ob ihr mehr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.